Willkommen zurück zu Chaos of Deponia mit mir, King Falke. Und das letzte Mal haben wir angefangen mit dem Fight Club. Mit dem Fight Club. Let's get ready for another violent round of Placebo Squataka. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gut. Ich glaube, das wird eine Weile dauern. Ja, jetzt schon wieder. Schnuggi macht. Stuf. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja, aber es kann... Da können wir auch nichts mehr machen. It's on! Let's get ready for another one! Also müsst ihr das die ganze Zeit hören. Nein, fuck it. Ich habe jetzt einen Trick ausgewischt, aber no. Alle guten Dinge sind drei, meine Freunde. Und das ist er ja. Also jetzt machen wir's. Das heißt noch gar nichts. Aber es kann. Jetzt habe ich meinen Maul so groß aufgemacht. Jetzt wird mein Laut bestimmt wieder verlieren. Ich hab meinen Maul so kurz aufgerubbt, aber wieso darf ein Ding nur mehrmals? Ich hab doch eigentlich immer abgewehrt oder nicht, dachte ich. Ich hatte erst nein, ich meinte nicht immer, sondern... Das heißt noch gar nicht. Dieses, aber wo ich da... Den Schlag, wo ich danach hier bin. Fuck it. Finish him! Hey,
hab gewonnen! Ja, Mann! Geilo! Ja! Ich dachte, ich schaff das lieber, aber ja, ich dachte, jetzt nicht recht. Ja, geil. Gessigol. Abel. Gol. Krawallgol. Hab ich schon überzeugt. Ja. Oh, wie süß. Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch... Errungenschaft freigestellt. Schnauze, Simon. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus. Nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Ja, was andere Mädchen sind, aber das ist gleich du. Wir haben den überzeugt. Ja, Mann, geil, oh. Okay. Hey, Rufus, kommst du voran? Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Ich habe dich gewarnt. Meine Plasmaflinte ist nicht dafür gedacht, ein Indoor-Tontaubenschießen zu veranstalten. Heul doch. Ich habe jetzt Schwierigkeiten. Nee, es ist irgendwie schräg mit einer Dritte, einer Person. Dritte mit einer Persönlichkeit über dir. Die zwei anderen Drittel zu reden. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Warum? Wer sollte sich da besser auskennen? Auch wieder wahr. Ich habe Schwierigkeiten, Babygold zu verteilen. Ich habe Schwierigkeiten, Babygold zu überzeugen. Echt jetzt? Dabei ist sie doch meine gutgläubige Facette. Du könntest ihr fast alles erzählen und sie würde es glauben. Ich habe Schwierigkeiten, Lady Gold zu überzeugen. Ich habe Schwierigkeiten, Lady Gold zu überzeugen. Kann ich mir vorstellen. Sie kann echt eine ganz schöne Zicke sein. Red nicht so über sie. Aber es stimmt. Sie ist eine verwöhnte Zicke. Ich finde sie lässig. Na, dann lad sie doch zum Essen ein, wenn du sie so sehr magst. Das mache ich vielleicht. Na, dann mach doch. Bist du etwa eifersüchtig? Auf mich selbst? So ein Quatsch. Das wäre doch total bekloppt. Auch nicht bekloppter als alles andere, was heute passiert ist. Okay, ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Beeil dich. Gulliver gehen langsam die Krüge aus. Warum wirfst du sie auch immer gegen die Wand, nachdem du sie geäxt hast? Weil es eben so ist. Leb damit. Na, dann machen wir mal auf... Vielleicht auf Lady Gull? Lady Gull. Oh, den Fisch haben wir ja echt gerade. Na, nehmen wir mal... Klemm den hier nicht zum Marktplatz. Und was gibt's denn hier? Also. Bell. Na, den lässt er mir uns nicht durch. Wir sind da mal die Erdenschale oder ein Palot. Na, wir sind da. Yeah, Vogelhaus. Oh. Au. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Verdammte Todesfalle! Können wir die mitnehmen? Au! Au! Ei? Na, da kommt er nicht lang. Au! Können wir doch mal zum Ballon? Rechte Seite. Mal zur rechten Seite. Achso, okay, dann können wir so hin. Einmal mit dir Baum. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Kann man die mitnehmen? Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das war nicht die Finger. Oha. Weil meine Faust aus der Füße gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Was für ein Typ. Oha, was ist denn los? Aua. Was ist passiert? Warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an?
als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt. Na, muss der Stress sein. Können wir dann nochmal hin? Okay. Ja. Wir können mal mit denen reden. Ah ne, kann man ja noch mit... Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, ich liebe es. Freunde? Wow. Ja, ja. Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Voraussetzen. Was das? Oh, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Abgewischt. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Wombat. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und dein alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Du hast deinen Namen geändert? Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen. Ja, also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuba. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, Als wie du, das ist kein Deutsch. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in den ganzen Zeit alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Chaos, hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Ja, das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du dann hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich zähle noch. Aber leider war es schon wieder die Folge für heute.
Hoffentlich hat es euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und weiterhört, wenn Rufus mit seinem Vater diskutiert. Weil reden ist das ja nicht. Okay, Wiedersehen!